Ich brauche den Schund nicht. Ich habe Google Smart Home überall. Also wenn sie Informationen über meine Person haben wollen, dann sollen sie Google anschreiben. Google weiß alles von mir. Gut gelandet. Kerl! Schön, dich zu sehen. Soll ich dich mitnehmen? Zu früh gefreut. Ich nehme die Inquisitorin. Halt du mir den Rücken frei. Jawohl. Ich nehme die Inquisitorin. Verstehe. Nimm sie. Wir müssen sie ausschalten. Hockt ihr da drin oder was? Nee, da. Weiß alles in der Tat. Und mein Cousin arbeitet in einer Internet-Security-Firma. Der war früher auch mal bei Facebook. Bis er dann mal die ganzen Background-Informationen gekriegt hat. Seitdem ist er weg. Und das schon 10 Jahre oder so. Weil selbst wenn du auf irgendeine Seite gehst, also mal angenommen, du hast gar kein Facebook-Konto. Du gehst auf irgendeine Seite, wo der Daumen-Hoch-Button ist. Genau in dem Moment ist Facebook berechtigt, alle Daten zu sammeln, die du dort hinterlässt, obwohl du gar nicht bei Facebook bist. Das ist schon scheiße, oder? Hey, 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 hey. Beeindruckend. Aber du trägst schwere Wunden in dir, Kestis. Ich spüre das. Du empfindest Schuld für die Narren, die du in den Tod geführt hast. Das macht dich so, so berechenbar. Dein Tod wird mich zur Legende machen. Aua. Hey, hey, hey. Aha. Okay, Mia. Habe ich zwei Schwerterkampfstil erhalten. Cal kann jetzt im Kampf den zwei Schwerterkampfstil einsetzen. Der zwei Schwerterkampfstil ermöglicht schnelle Angriffe und eine verbesserbare Machtparade, bietet aber weniger Ausdauer. Ja, mein Gott. Denkst du, das wird dich retten? Ich werde dich ein für alle Mal. Ey, ey, ey. Sommer. Du warst ein Jedi-Ritter, bevor du den Orden verraten hast. Dein Name lautete Massana Tide. Massana Tide? So tight sieht die gar nicht aus. Dich zu befreien. So befreit man die Leute. Verstehe. Wäre nicht so ein magischer Trick, dass sie wieder auf deine Seite kommt, besser gewesen.
Naja, lernt er auch noch. Ein Schwert, Doppelklinge. Ja, ist alles gut. Ich kümmere mich drum, wenn ich das Gefühl habe, es zu benötigen. Hacken. So. Fähigkeiten. Ich meine, wir haben jetzt schon überall den ersten, ne? Ne, den haben wir noch nicht. Kells maximale Macht erhöht sich. Ja, komm. Nehmen wir das mal mit. Okay. Achso, halt. Ausruhen könnten wir uns eigentlich auch mal. Ich nehme an, der türkisene Streifen ist unsere Lebensenergie. Jawohl. Okay. Geht's hier noch rein? Nein. Gonk-Druide. Boot, bravo. Könnt ihr mich hören? Gehen wir zurück zur Mantis. Falls es die anderen rausgeschafft haben, stoßen sie am Hangar zu uns. Falls nicht. Ist das eigentlich immer noch die erste Mission, oder? Wie läuft das hier? Oh, nein, ich bin vorbeigesprungen. Wow. Hä? Das ist ein Akrobat. Akro. Okay. Wie liegt der denn da? Yeah. Okay, Loot haben wir hier nicht. Warte mal. Da könnte man rüber, da könnte man hoch, hm? Wahrscheinlich muss ich da sogar hoch. Hui. Oh. Der Hangar ist nicht weit. Schon ein bisschen knapp. Sieh dir das an, BD. Priorit.
Okay. Moment, wo geht's hier weiter? Hier. Ja. Okay, dann will ich erstmal gucken. Ist hier noch was versteckt? Sieht nicht so aus. Okay, dann können wir weitergehen. Was ist da? Ein Lappen. Oh. Läuft bei dir. Schon gut aufgelevelt, ne? Ihr beide lebt. Dank dieses verrückten Gundark-Sohns. Du bist verletzt. Ich schaff's schon. Was ist mit der Inquisitorin? Tot. Aber Gabs und die Zwillinge. Ich hätte... Sie wussten, worauf sie sich einlassen. Wir müssen nach oben und die Infos an Saw Gerrera senden. So ehren wir die Gefallenen. Du hast recht. Ja, BD, ruf die Schiffe. Verdammt. Nicht der Service, den ich erhofft hatte. Bravo. Gibst du Rückendeckung? Bin dabei. Okay. Ich zieh das Feuer auf mich. Du schießt, wenn sie weg sind. Zahlen wir es ihnen zurück. Wir sehen uns, Schrottsammler. Schrottsammler? War das jetzt ein Kompliment oder eine Beleidigung? Was ist eigentlich damit da oben? Ich würde da gerne irgendwie was schlagen, schießen, kaputt machen. Das ist, damit ich da reinkomme, ne? Oh, ein Android. Anscheinend fehlt mir dazu noch die Fähigkeit des Lichtschwertwerfens. Geh in Stellung. Ich gebe euch Deckung. Ziehen wir es durch. Alles klar. Naben. Erstmal gucken, was da rumliegt. Was für ein Schuss. Nichts liegt da rum. Okay. An der Stelle war ich eben, bevor ich die beiden Rangers... Ah, okay. Ich dachte, du bist schon viel weiter. Hey. Sie konnte dich nicht besiegen. Ich kann es. Warte. Doppelschwert. So, genau. Zu. Attackiert den Feind. Ich glaube, man muss später im Spiel zurückkehren. Achso, okay.
ein Anleger quasi. Nix. Schönes Raumschiff. Kann ich da rein? Nee. Ist das nicht sogar meine Mantis? Könnte man gerade meinen. Das Cockpit sieht so bekannt aus. Ich glaube schon. So, was mit euch? Z95er. Hübsch. Der gehört ganz dir, Boat. Dachte mir schon, es könnte heiß werden. Ich sehe euch beide in der Luft. Bereit? Oh, es war ein tolles erstes Date, aber ich wurde noch immer nicht bezahlt. Peilsender? Der andere ist auf der Mantis. Wenn es wieder ruhig ist, komm zu mir und verrechnen ab. Ja klar, ich kann dir vertrauen. Du kennst die Infos. Viel Arbeit vor uns. Hab mich wohl bewiesen, was, BD? Boat? Möge die Macht mit dir sein. Ja, Kamera weg. Bist ein großartiger Kämpferkerl. Mal ist das sehen, denn? Gut du fliegst. Ach so. Warte mal. Wie sieht's aus, BD? Oh. Was es auch ist. Es muss warten, bis wir in Sicherheit sind. Okay, dann lass uns mal so. Wird wohl gewartet. Wenn wir oben sind, springt auf Lichtgeschwindigkeit. Wir müssen es riskieren. Wir sind schon viel zu lange hier. Wir haben Gesellschaft. TIE Fighter. Auf mein Zeichen bremsen. Da sind wir hinter Krawattenkämpfer. Ich hoffe, das war der letzte. Ich hasse lange Abschiede. Mehr Feinde. Ich schere aus, um sie wegzulocken. Danke, Bart. Viel Glück. Dir auch, Kerl. Wir sehen uns. Ich hör sie nicht los. Festhalten. Kann man's auch machen. Das habe ich von dir gelernt. Lass uns ausgehen. Wir sind fast da. Von der Oberfläche kommen noch mehr. Und auch von hinten. Wir sitzen in der Falle. Von hinten. Wir sind ausgefallen. Wir sind fast da. Oh. Nicht so bravo. Schnell weg. Wir haben ein paar Treffer eingesteckt. Machst du eine Diagnose? Ich verschicke so lange die Infos. Fertig. Hoffentlich sind die Infos von Nutzen. Da ist er wieder. Wir sind gerade am Flüchten.
Alle tot. Die ganzen geschafft. Buddies. Oh, der ist auch wieder dabei. Der war lustig im ersten Teil. Füße vor meinem Tisch, Kleiner. Gut, wie wir erhofft haben. Dieses Buch ist eine Kopie aus dem Jedi-Archiv. Sehr gut, Sophia. Ich wünschte nur, das Imperium hätte den Rest nicht bekommen. Hab Geduld. Dieser Krieg wird nicht schnell gewonnen sein. Und nicht allein durch uns. Und sie, die wir bekehrt haben. Die Galaxis ist riesig, Droide. Und ich sah längst nicht alles von dem, was sie zu bieten hat. Doch eines Tages gehe ich nach Datomir zurück und flüstere meinen schlafenden Schwestern, was ich lernte. Du bist nicht eingeladen. Ja, genau. So krasse Techno, da haben noch Bücher. Also was sagst du? Marin. Ja, absolut. Schöne Stimme. Das ist gut. Könnte Salz vertragen. Zu viel Salz ist ungesund. Es ist köstlich, Grease. Dafür würde ich sogar Kredits bezahlen. Ach ja? Hey, vielleicht sollte ich dir eine Rechnung stellen, Kerl. Ja, findet ihr nicht auch, dass es hier irgendwie verbrannt riecht? Hat bestimmt einen fahren lassen. Verliebt? Verliebte Jungs tanzen durch die Straßen, machen Sachen, die verliebte Jungs so machen. Ist irgendein Hafen in der Nähe, der uns nicht sofort ausliefert? Ja. Ruf das Cobra-System auf. Da hast du dich also niedergelassen. Horizont 100% schon. Geil. Ist vielleicht eine gute Idee, da ich habe bei Teil 1 auch alles auf 100% gemacht. Hat so einen Spaß gemacht. Glaubst du, wir schaffen's? Wir sollten aufräumen, bevor wir Grease besuchen. Du weißt ja, wie er auf Unordnung reagiert. So, für die Damen und Herren auf YouTube. Bis morgen. Bye, bye.